ist er ja schon so lange weg, wie er überhaupt gelebt hat. Also er ist 37 geworden und wir feiern jetzt auf diese Weise seinen 75. Geburtstag. Fällt mir natürlich ein, dass er gesagt hat, ich habe wie jeder Mensch Angst vor dem Tod, aber wovor mir noch mehr graut, ist, dass ich womöglich das, was ich gemacht habe, nichts mehr bedeutet. Und insofern würde ihm diese Sendung freuen. Und ich werde auch noch ein kleines Geburtstagsständchen hinzufügen, ein Marlene-Song in leichter Abwandlung. Rainer, wenn du Geburtstag hast, sind wir bei dir zu Gast. Bei Tag und Nacht, also vor allem ich bin ja so eine Nachteule. Rainer, dann sag ich noch zuletzt, wenn du doch jeden Tag Geburtstag hättest. Also jetzt glaube ich, würde er wahrscheinlich hier dieses berühmte, etwas ironisch schiefe Lachen haben und sagen, ja, jetzt weiß ich nicht, ob ihr das auch wirklich so meint. Ich war ja jemand, der sich immer um die Gegenwart gekümmert hat. Das ist jetzt ein bisschen sehr viel Vergangenheit. Ich habe ja immer, wenn ich unterschrieben habe, drunter geschrieben, Life is very precious, even right now. Das Leben ist so kostbar, nicht nur dann und wann, sondern eben jetzt.